Ja. Moin Mädels, moin Jungs. Herzlich willkommen zum neuen Video, Alter. Ja, genau. Bevor es jetzt richtig losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis. Wie ihr vielleicht hier und da schon mal mitbekommen habt, mache ich ab und zu Werbung für Manscaped, Digga. Und da gibt es jetzt seit einiger Zeit den Lawnmower 4.0, Digga. Das ist ein astreines Teil. Im Performance Package kriegt man nämlich noch ein paar tolle andere Sachen. Zum Beispiel den Weed-Wecker. Der sieht so aus. Damit kann man Weed wecken in der Nose. Damit die Nase auch wieder seitlich glänzen ist, nicht wahr? Oder den Crop-Cleanser. So. Damit kann man sich schön die Haare und das Gesicht waschen. Schön was ins Gesicht. Mm, ja. Oder den Crop-Reviver. Schöner Balltoner. Also stellt euch einfach vor, mein Face in eure Balls. Ja, schön einmassieren. Auch in die Haare, wenn man noch unten welche hat, nicht wahr? Yeah. Oder Crop-Mops, ne? Schön, damit man wieder abwischen kann da unten. Also. Ja, und falls ihr jetzt Bock auf ein Rundum-Paket habt für Pflege anderorts, schaut ihr da unten hin, in die Beschreibung, ne? Und mit dem Code Kalle bekommt ihr sogar noch 20% Rabatt. Das ist ja der Hammer. Ich geh mir jetzt meine Eier, mein Gesicht waschen, ne? Tschüss. Verpiss dich! Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator! 21. Wir haben gemerkt, wir leveln quasi die Haltestellen. Wir brauchen einen neuen Bus. Muss ich da richtig zum Händler hinfahren? Dann müssen wir da jetzt mal hindüsen, ne? Ich düse, der Sauseschritt. Gut, dann haben wir jetzt freie Fahrt. Ohne scheiß Fahrgäste bis zum Bushändler. Und noch viel weiter, nicht wahr? So. Gut. Es geht wieder los. Scheiße. Wer ist die Straße? Schreibt's in die Comments. Wer die Straße ist, habe ich gefragt. So, jetzt aber Abfahrt. Ich bin die Straße. Mach grün. Ja, mein Arsch ist so wertvoll, weil ich Ahnung habe vom Verkehr. Und ich rede nicht nur von der Straße. Oh, hier ist der Einladungswagen. Stopp! Pisst euch! Mann, ey. Jetzt läuft er in Slow-Mo. Was soll das? 6,5 Stunden später. Muss das sein? Aber warte mal, ich kann hier gar nicht. Ich muss hier mal aussteigen. Dieses Gesicht, ne? Das ist einfach so ein Million-Dollar-Face. Das sagt euch einfach, du kannst es schaffen. Komm in die Gruppe. Du kannst es schaffen. Auch du bist bereit, Busfahrerin zu werden. Also, nochmal ganz kurz, ne? Die Laufanimation von dem Spiel ist realistisch. Wir haben ein bisschen Money auf dem Konto. Das sehen wir da oben rechts, oben links. Ja. Wir können jetzt mal ein bisschen shoppen. Alexander Dennis. Oh, guck mal, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was frei. Alter, es gibt einen Double Dagger. Alter, das ist eine richtige Russenkutsche. Was ist das denn? Der sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Aber wisst ihr, was mir in diesem Bus-Simulator gerade jetzt so, wo ich es merke? Mann, Jalak, hör doch mal auf, jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Spiele zu zocken. Den ganzen Tag sehe ich da unten in der Ecke schon irgendwie Steam-Notification, dass Jalla irgendwas spielt. Wer ist Jalla überhaupt? Das sind Events. So wie ein Stadionbesuch, ein Konzert. Und dass dann die Hütte auch mal rappelvoll ist. Wir machen mal eine Testfahrt. Steven! Alter, was? Alter, könnt ihr mal. Alter, was? Der ist halt wirklich aus Tschernobyl, der Bus. So, ich fahre jetzt mal. Oh, 400.000 mit Vollspeed. Ah, mein Ja, gut, also. Das hat er schon mal nicht bestanden. Den nehmen wir mit. Du kannst ihn momentan nicht kaufen, weil das Unternehmen nicht genug Kapital hat. Man kann keine Schulden machen? Wie unrealistisch. Ich kann keine Schulden machen. Na gut, dann gehen wir den wieder ab. Oh, sch. Ich lasse ihn da einfach stehen. So, Enviro habt ihr gesagt. Wollen wir den mal testen? Dann testen wir den. Oh, das Gute am Enviro ist, der hat eh nur eine, Tür. Können wir den nehmen? Wir fahren hier nochmal die Hütchen. Easy. Scheibenwischer. Ach so, Regen hatten wir noch gar nicht, ne? Mann! Ich komme hier nicht raus aus der Scheiße. So. Jetzt haben wir es aber, wa? Welche Route wollen wir denn jetzt nochmal fahren? Was haben wir gesagt? Nee, Route 4 fahren wir nochmal, weil wir die neu gemacht haben, ne? Oder war das Route 3? Nee, Route 3? Ich hab das schon wieder vergessen. Freunde. Alexander Dennis, komm aus deinem Zimmer raus. Kalle Kuschinski? Alter, das sieht so scheiße aus. Look at the Scheiße. Route 3, komm vorbei. Was ist denn hier los? Oh ja, toll. Sogar schön mit Laminatverlegung. Ich habe halt wirklich nur eine Tür. Das ist so nice. Oh, neues Modell? Ja, ja. Hi. So, wir waren gar nicht abgesenkt. Ah ja. Ich muss sagen, mit so einem kleineren Bus, da fühle ich mich aber ein bisschen wohl. Easy. Wieso stehen die unter der Brücke mit dem Regenschirm? Sind die besoffen oder was? Du stehst im Weg. Hier ist die Fahrkarte. Nein. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt die heißt Arschlochgesicht. Die sich auch richtig schon darauf freut, dass sie mir das erzählen darf, ne, die blöde Kuh.
Aha! Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stunt-Double, nachdem er sich bei den ganzen Kussszenen den Kiefer verrenkt hat. Digga, wie küsst der denn? Wie eine Waschmaschine oder was? Was ist das denn? 1,80 für eine Richtung? Wo gibt's das denn eigentlich? Das gibt's doch nirgends. Scheiße! Mein Gott, keiner will das wissen. Mauzi, Mauzi, Mauzi. Irre in den... Jetzt noch langsamer, Ulrike, oder was? Abfahrt, Digga. Hi. 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 Eine Fahrkarte, bitte. Klar. Oh nein. Aha. Ich hab sie verloren. Ich verliere mich gleich. Oh. Ja, tut mir leid. Nächster Bus, Laminat, Scheiße, hier bezahlt sie allein, oder was? Alter, der Boden, ne? Hier, Raytracing. Schon nice aus mit dem Regen auf dem Boden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Raytracing ist. Ich habe einfach nur ein Wort gesagt. Hier ist ein bisschen verwirrend. Hey, Alfonso. Ja? Es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Ist das wieder Turbinado gewesen, oder war das immer anders? Ich kenne die Stimme nicht. Aber sieh zu, dass du Land gewinnst. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ja, können wir jetzt mal wirklich Vollgas geben und mal so richtig ordentlich hier einen raushauen? Ist jetzt so meine Frage. Ist das jetzt eine Haltestelle, die wir brauchen, oder was? Hier sind immer die Haltestellen angezeigt, aber... Benutzt keiner! Ich glaube, ich bin einfach fertig. So, schnell abbiegen. Hui! Oh mein Goodness! Wir sind einfach Master of Driving. Gut ausgewichen. Na, eben waren wir schon mal hier. Ist das jetzt erst die erste Haltestelle? Da steht nämlich auch ein Bus. Ja, hier haben wir angefangen. Jetzt zu! Scheiß Kalle Koschinski Buslinie hier! Aller Ultras GmbH! So. Genau, jetzt kommst du nämlich wieder rein. Hier die Zeit schon wieder. Eine Fahrkarte haben? Ja, bitte Schnauze, schnell. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte ausdrucken. So, hier. Danke. Scheiße, 10 Cent zu viel. Egal, scheiß drauf, Digga. Don't wake me up when it's all over. Verlieren nur Zeit, weil dieser Honky-Funky hier vor uns... Alter, ist er rausgesprintet. Zu lange braucht! Ja, bitte fahr doch! Los! Kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie mich. Ja, ich frag auch nicht. Ich will, dass der wegfährt. Mann, wieso fährt der nicht? Oh, es tiltet meinen Arsch. Was soll das? Ich bin... So ein Time! Der bleibt in Time da stehen! Das nenne ich guten Service. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, Studentenscheiße in den Arsch. Spring of Affection ist meine Lieblingsserie. Aber ich fasse es nicht, dass Consuela mit Fahrkarte Bob geschlafen hat. Consuela hat mit Bob geschlafen! Habt ihr es gehört? In Spring of Affection! Es ist schön, nein. Aus der Stadt zu kommen. Wie kann das sein? Viel besser. Übelster Spoiler. Scheiße. Übelster Spoiler. Jetzt sind wir noch eine Minute drüber. Ich kotze im Strahl. Abfahrt jetzt. Jetzt müssen wir Gas geben. 5 Sekunden noch. Keine Zeit hier zu warten. Der steht halt immer noch hier. Es ist immer das Gleiche. Der braucht mir zu lang. Ich muss den irgendwie überholen. Dass ich so mitten am Tag auch hier irgendwie Geld reinbekomme. Alter, alle machen Geld. Buswartung 12.000. Aber da kommt richtig Schotter in die Hütte. Richtig geil, Digga. So, Abfahrt. Ey! Hallo, ich brauche technischen Support bei... Oh. Wie er da steht. Eins, weitere Optionen. Zwei. Ja, das kennen wir alle. Das kennen wir alle, ne? Irgendwo anrufen und dann erstmal scheiß Roboter-Scheiße da. Weißt du, wie ich meine? Alter, da liefern wir. Ja, mit nur einer Tür ist das ein bisschen kacke dann, ne? Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ich hätte gerne, dass du deine Schnauze hältst und bitte einfach nur die Schnauze. Ich kontrolliere übrigens jetzt hier mit Absicht nicht, das kostet nämlich viel zu viel Zeit. Danke. Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Directions Love Bug. Jetzt ist der weg, dafür ist es hey. Der Wischer hört nicht auf, ich hab den ausgewischt. Es hat sich ausgewischt eigentlich. 40 Sekunden, ich bin so aufgeregt. Das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft, so pünktlich zu sein, glaube ich, als Busfahrer. Bitte alle aussteigen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel Prozent? Eben waren es 70 oder so, ne? Bis dann. 75. Wir sind schon besser. Gut. Dann würde ich sagen, wir fahren nochmal Route 2, weil die sind wir heute, glaube ich, noch gefühlt gar nicht gefahren. So, rein da ins Getümmel. Gestern hatte ich eine. Da haben sie nicht kontrolliert. Heute puppel ich mir in der Nase und fresse sie auf. Du bleibst hier. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. OMG! Wie oft wollen sie die denn noch? Schnauzen halten. Moment. Alter. Fährst du mal weiter, oder? Hallo? Spaß. Ja, raus jetzt, Uwe. Ich fahr dann doch lieber selbst. Scheiße in meinem Arsch. Ich hab sie doch schon gezeigt.
Okay. Yeah. Oh nein, hier. Ich hab sie verloren. Ja, ja, Affe. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Und wieder ran. Danke. Das macht das Aussteigen viel einfacher. Ja, ja. Ich weiß halt nicht, wen ich hier schon kontrolliert habe oder wen nicht. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, wie wär's denn, wenn man dann Schnaps nimmt? Wie oft wollen Sie die denn ich noch? Ich hab sie doch schon klar gezeigt. Wieso hält er bei Gelb an? Kein normaler Autofahrer hält bei Gelb an. Ehre in den Arsch. Hast du den Typen gesehen, der mit seinem Hamster in eine Ballgasse gegangen ist? An den Spruch habe ich auch schon 10-mal gehört heute. Wenn du auf meinen Discord willst, ey, dann fährt er mir einfach eine Seite rein. So. Mann, Gronkh sammelt da hinten schon wieder und hier blockiert schon wieder jemand meine Strecke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Shit by myself, talking to my poo. So, Effizienz, haben wir die jetzt gesteigert oder nicht? Oder was? Steht da schon wieder einer hinter mir, oder nicht? Ah, nee, das bin ich. So. Ehre! Ich lauf weg. Ja. Was soll ich sagen? Bus-Simulator 21 verändert mein Leben.